Na, tafadal. Wiyakum. Darf man zu beispielsweise Gegenständen wie ein Auto oder andere Gegenstände von Kufar, MashaAllah, sagen? Darf man zu Gegenständen oder Dinge, die zum Beispiel ein Kafir besitzt, darf man MashaAllah sagen? Eigentlich heißt es in einer Überlieferung bei Ibn Majah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إِذَا رَأَ أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ. Wenn einer von euch etwas sieht bei seinem Bruder, was ihm gefällt, dann soll er Allahumma barik sagen. فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ. Dann soll er Allahumma barik sagen. In dem Hadith heißt es, wenn er etwas von seinem Bruder sieht, was ihm gefällt, dann soll er Allahumma barik sagen. Aber die Gelehrten haben gesagt, das muss nicht unbedingt heißen, dass man das nicht zu einem Nicht-Muslim sagen darf über Dinge, die er besitzt. Wenn du sagst zum Beispiel, er hat ein schönes Auto, dann sagst du zum Beispiel Allahumma barik. Was meinst du jetzt hier mit Allahumma barik? Meinst du den Gegenstand selber oder meinst du, dieser soll die Gnade nicht verlieren? Jetzt, ich will euch ein Beispiel geben. Zum Beispiel ein Nicht-Muslim besitzt etwas, womit er Fassad macht, Unheil stiftet. Zum Beispiel mit Geld. Sagen wir dann Allahumma barik über sein Geld? Natürlich nicht. Warum? Weil wir würden dann Dua machen, dass sein Vermögen sich vermehrt. Und der macht nur Übles damit. Deswegen machen wir einen Unterschied und wir gucken, was ist überhaupt gemeint. Wenn er jetzt einfach einen Gegenstand hat, es wäre nicht falsch zu sagen, Allahumma barik über eine Sache, die ein Nicht-Muslim besitzt, wenn wir wissen, dass er damit kein Übel anrichtet. Mafhum? Insofern, wenn jetzt jemand kein Muslim ist, dann gucken wir. Wenn er Fassad macht, Unheil stiftet mit dem, was er hat, dann sagen wir nicht Allahumma barik, indem wir Dua dafür machen. Na'am?